Acai pur. Natürliche Antioxidantien. Die neue Nahrungsergänzung zur Regenerierung und Revitalisierung Ihres Körpers. Hergestellt aus organischen Acai-Beeren aus dem Amazonas. Ob Sie Ihr Idealgewicht erreichen, mehr Energie haben wollen oder einfach nur Ihr Wohlbefinden verbessern möchten. Acai pur ist Ihre beste Wahl. Eine Portion Acai pur liefert Energie für den ganzen Tag. Thank you so much, Acai Pure. We are so, so excited. This was an unexpected gift and we really appreciate your support. We have already a few wonderful ideas in mind of how we're going to use the wonderful donation. Acai ist eine außergewöhnliche Frucht. Ein Biokomplex aus Vitaminen, Nährstoffen und Vitalstoffen. Sie enthält Eisen, Vitamin A, Calcium, Ballaststoffe, Kalium, Omega-3, Carotinoide, Anthocyane, Protein, Vitamin C, Vitamin E und Magnesium. Das Fruchtmarkpulver einfach in Ihren Joghurt, Müsli, Smoothie, eine geeignete Kaltspeise oder Getränk Ihrer Wahl einrühren. 18 Kilogramm biologisch zertifizierte Acai-Beeren sind notwendig, um 1 Kilo Acai pur herzustellen. Die Acai-Beere ist in der Welt nicht unbemerkt geblieben. Vogue nennt es den zukünftigen Workout-Drink. Men's Health Journal meint die Frucht mit Power. Die London Times sagt, Acai ist die Frucht einer Amazonaspalme mit einem Nährstoffgehalt, der andere Früchte blass aussehen lässt. Und das amerikanische Institut für Wissenschaft und Gesundheit nennt Acai die perfekte Nahrung der Natur. Acai pur ist ausschließlich in Apotheken erhältlich. Die unabhängige wissenschaftliche Natural Standard Research Collaboration, die finanzielle Hilfsmittel aus der Pharmaindustrie ablehnt und von der Weltgesundheitsorganisation als beste und kompetenteste Internetseite für Phytopharmaka bewertet wurde, hat vor kurzem eine evidenzbasierte, systematische Untersuchung von Acai-Beeren veröffentlicht. Immer wenn sogenannte Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt kommen, werfen wir als erstes einen Blick auf chemische Bestandteile, zum Beispiel den Antioxidanzgehalt, wie es im Jahr 2006 erfolgt ist. Hier wurde der bis dahin höchste Antioxidanzwert sämtlicher Lebensmittel festgestellt. Argumentiert wurde, dass trotz der Kosten tiefgefrorene Acai-Beeren die besten Antioxidantien sind, durch die Krankheitserreger aufgehalten werden. Bis jetzt wussten wir noch immer nicht, wie es sich außerhalb eines Prüffelds verhält. Der nächste Schritt geht vom Prüffeld zum nächsten Test, der an menschlichen Blutkrebszellen ausprobiert wurde, die einer weiblichen an Leukämie erkrankten Testperson entnommen waren. Die Konzentration der wichtigen Nährstoffe der Acai-Beeren wurde auf einen Gehalt gesenkt, den man nach dem Verzehr der Beeren im Blut vermutet. Anschließend wurde ein dramatischer Anstieg der Sterblichkeit der Krebszellen beobachtet, der zweimal so hoch war wie bei der gleichen Konzentration mit Hibiskus-Tee, der bei derselben Krebsart angewendet worden war. Weiterhin wurde bereits bei geringen Dosierungen mit der Acai-Beere eine höhere Immunreaktion beobachtet. Hier sind einige Videos mit weißen Blutkörperchen, die sich nach oben arbeiten und in die Hefe eindringen. Ham, ham, ham. Na, komm schon zurück. Ist es nicht erstaunlich? Sie saugen sie auf wie Bienen den Nektar. Ich könnte mir das den ganzen Tag lang ansehen. Wenn man allerdings nur etwas Acai-Puder über sie verstreut, arbeiten sie stärker. Ohne Acai zum Frühstück verspeisen sie 150 Hefeteilchen. Mit nur etwas Acai sind es 200. Langsam aber sicher, wie in einem Puzzle, setzten die Untersuchungen den Mechanismus, wie die Wirkung auf Acai erfolgt und wie es funktioniert, zusammen.
Obwohl noch keine Studien an Menschen vorliegen, so zeigen doch Tierversuche, dass Acai bei Mäusen im Hinblick auf Nikotinversuche Lungenemphysemen vorbeugt. Anstatt den Zigaretten-Acai hinzuzufügen, könnte es einfacher sein, den Mäusen das Rauchen abzugewöhnen. 2011 begannen schließlich die Untersuchungen am Menschen. Schmerzreduzierung und Bewegungsverbesserung nach täglichem Konsum von Acai bei ca. einem Dutzend Menschen mit schmerzhaften Erkrankungen wie Osteoporose. Nach 3 Monaten stieg der Antioxidanzgehalt und der Schmerzgrad sank. Da es jedoch noch keine blinde Probandengruppe gab, die ein Getränk mit Acai-Geschmack erhalten hatte, konnte der Placebo-Effekt nicht ausgeschlossen werden. Schließlich kommen wir noch zu den Effekten von Acai-Beeren im Hinblick auf den Stoffwechsel. 10 Übergewichtige erhielten einen Monat lang täglich 2-mal eine Acai-Fruchtmasse. Und obwohl sie diese sogar mit Zucker essen durften, fielen ihr Nüchternglukosewert, ihr Insulinwert und ihr Cholesterinwert und vor allem ihr Spitzenblutzuckerspiegel sank. Dabei wurden keine Nebenwirkungen beobachtet. In dem Bericht klingen jedoch theoretische Bedenken an, dass es vielleicht zu gut funktionieren könnte. Dass zum Beispiel bei der Indikation für Blutzucker der Blutzuckerspiegel zu stark sinkt oder bei einer Autoimmunkrankheit oder der Einnahme von Beruhigungsmitteln das Immunsystem zu stark beeinflusst wird. Was ist nun aber mit dem Bericht über den Mann, dessen Muskeln sich aufgelöst hatten, nachdem er Acai-Ergänzungsnahrung eingenommen hatte? Nun, es stellte sich heraus, dass darin gar keine Acai-Beeren enthalten waren. Das ist das Problem bei der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Sie sind so gering dosiert, dass man nie genau weiß, was man bekommt. So wurden beispielsweise Tests mit 27 anderen Nahrungsergänzungsmitteln für eine andere Obstsorte durchgeführt, den Granatapfel. Dies sind die Hauptbestandteile. Von den 27 getesteten Mitteln enthielten nur 5, was tatsächlich angegeben war. Na gut, sagen Sie jetzt vielleicht, weg mit den Pillen, ich bleibe beim Saft. In 45 handelsüblichen Granatapfelsäften von 23 verschiedenen Herstellern in den USA ist auf dem Etikett angegeben, dass der Saft aus 100% Granatapfel besteht. Leider haben die meisten gelogen. Nur 6 von den 23 enthielten, was sie auch angegeben hatten. Die einzige Möglichkeit, einen 100%igen Granatapfelsaft zu bekommen, trägt überhaupt kein Etikett. Acai pur. Natürliche Antioxidantien. Die neue Nahrungsergänzung zur Regenerierung und Revitalisierung Ihres Körpers. Hergestellt aus organischen Acai-Beeren aus dem Amazonas. Ob Sie Ihr Idealgewicht erreichen, mehr Energie haben wollen oder einfach nur Ihr Wohlbefinden verbessern möchten. Acai pur ist Ihre beste Wahl. Eine Portion Acai pur liefert Energie für den ganzen Tag. Thank you so much, Acai Pure. We are so, so excited. This was an unexpected gift and we really appreciate your support. We have already a few wonderful ideas in mind of how we're going to use the wonderful donation. Acai ist eine außergewöhnliche Frucht. Ein Biokomplex aus Vitaminen, Nährstoffen und Vitalstoffen. Sie enthält Eisen, Vitamin A, Calcium, Ballaststoffe, Kalium, Omega-3, Carotinoide, Anthocyane, Protein, Vitamin C, Vitamin E und Magnesium. Das Fruchtmarkpulver einfach in Ihren Joghurt, Müsli, Smoothie, eine geeignete Kaltspeise oder Getränk Ihrer Wahl einrühren. 18 Kilogramm biologisch zertifizierte Acai-Beeren sind notwendig, um 1 Kilo Acai pur herzustellen.
Die Acai-Beere ist in der Welt nicht unbemerkt geblieben. Vogue nennt es den zukünftigen Workout-Drink. Men's Health Journal meint, die Frucht mit Power. Die London Times sagt, Acai ist die Frucht einer Amazonaspalme mit einem Nährstoffgehalt, der andere Früchte blass aussehen lässt. Und das amerikanische Institut für Wissenschaft und Gesundheit nennt Acai die perfekte Nahrung der Natur. Acai pur ist ausschließlich in Apotheken erhältlich. Deutschen sind das dickste Volk in Europa. 2020 werden über 70% übergewichtig sein. Obwohl wir uns aufgrund des reichhaltigen Angebots so gesund ernähren können wie nie zuvor, weiß keiner, was er essen soll und wie viel. Wissenschaftler streiten untereinander. Es gibt keine klaren Empfehlungen. Dafür boomt das Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln. Vor allem künstliche Vitamine werden tonnenweise geschluckt. Doch dann der Schock. Hochdosierte künstliche Vitamine können gefährlich sein, denn Hypervitaminose droht, die Überdosierung an Vitaminen. Heute weiß man, Vitamine können nur im Zusammenspiel mit sekundären Pflanzenstoffen ihre gesundheitsfördernde Wirkung entfalten. Nicht einzelne Substanzen in möglichst hoher Dosierung, möglichst rein. Das ist die Idee aus der Pharmaindustrie. Eine Substanz möglichst konzentriert, möglichst rein zu haben, weil dann habe ich die größte Wirkung. Das klappt nicht. Unsere Gene gleichen denen unserer Vorfahren, den Jägern und Sammlern. Die mussten, um etwas zwischen die Zähne zu bekommen, erst einmal auf Jagd gehen oder Sträucher nach Beeren absuchen. Sie mussten sich also extrem viel bewegen, um zu überleben. Gegessen wurde vor allem Obst, Gemüse, seltener Fleisch und Fisch. Genau diese Ernährungsweise erwartet unser Organismus noch heute. Sich gesund zu ernähren, ist also ganz einfach. Unser Organismus braucht Mikronährstoffe. Zu den wichtigsten zählen Vitamine. Diese können wir nicht selbst bilden. Wir müssen sie zu uns nehmen. Vitamine, besonders A, E und C, sind vergleichbar mit Polizisten, die in unserem Körper patrouillieren. Man nennt sie Antioxidantien. Sie bekämpfen zerstörerische Moleküle, die unsere Zellen angreifen. Unser Körper verfügt also über ein perfektes Abfangsystem. Sobald eine Zelle angegriffen wird, kommen die Polizisten und beseitigen die Übeltäter. Die Übeltäter sind die freien Radikale. Sie sind sozusagen die Terroristen, die uns angreifen. Sie entstehen bei jedem Atemzug, jedem Herzschlag, jeder Bewegung. Freie Radikale greifen unsere Zellen an und zerstören sie. Wenn sie zuschlagen, können freie Radikale innerhalb von Sekunden 100.000 Elektronen entreißen. Wir stehen unter Trommelfeuer. Jede Körperzelle wird täglich 10.000-fach attackiert. Bei 70 Billionen Zellen macht das 7 Trillionen Radikalangriffe. Jeden Tag. Wir würden zugrunde gehen, gäbe es nicht unsere Polizisten, die uns vor den Angreifern schützen. Vitamin A, C und E sind also die Retter. Antioxidantien, die freie Radikale einfangen und so unsere Zellen schützen. Normalerweise wird unser Körper mit den Angriffen der freien Radikale fertig. Problematisch wird es, wenn freie Radikale die Oberhand gewinnen. Aber die täglichen Großangriffe der freien Radikale kann der Körper abfangen. Dank der Vitamine. Da der Körper unglaublich viel verschiedene Substanzen braucht, glaube ich, ist es grob fahrlässig, dem nur irgendein paar billig herzustellende Modevitamine zu geben. Dürfen wir also gar keine Nahrungsergänzungsmittel mehr zu uns nehmen? Fest steht,
Zu wenig Vitamine rufen Mangelerscheinungen hervor. Zu viele können gefährlich sein. Als gesichert gilt, dass künstliche, hochdosierte Präparate für den menschlichen Körper ungeeignet sind. Wir können Vitamine in künstlicher Form nicht richtig verarbeiten. Zu wenig scheint wohl nicht richtig zu sein und zu viel kann genauso schädlich sein. Und das zeigt sich eben jetzt, dass wir uns da in einem Irrglauben befunden haben, wenn wir immer gedacht haben, Vitamine viel hilft viel oder wenn man zu viel nimmt, den Rest aber wieder ausscheiden und so. Da kann es ja offenbar schon sein, dass es das Leben verkürzt. Natürliche Vitamine hingegen sind in jeder Dosierung ungefährlich. Einer der Gründe: Die Vitamine wirken gemeinsam mit den sogenannten sekundären Pflanzenstoffen. Einige von diesen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen sind wie Vitamine Antioxidantien, schützen die Zelle vor schädlichen Einflüssen, reduzieren die Zellalterung beispielsweise, andere verhindern oder stärken das Immunsystem, beeinflussen Entzündungsparameter, können Krebserkrankungen reduzieren. Das heißt, die sind für uns Menschen sehr, sehr wichtig. Wenn eine Pflanze wächst, lagern sich besonders unter ihrer Oberfläche Stoffe an, die sie schützen. Es gibt 30.000 verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe. Die Pflanze bildet sie, um sich gegen Insekten, Sonnenstrahlen und Schädlinge zu schützen. Früher nahm man an, dass sie für den Menschen unbedeutend sind. Jetzt ist klar, dass sie zusammen mit den Vitaminen unsere Zellen schützen. Man kann zusammenfassend sagen, dass wir wissen inzwischen, dass über die etablierten 13 oder 15 Vitamine hinaus es viele, viele sekundäre Pflanzenstoffe, Mikronährstoffe in Obst und Gemüse, und das ist der Schwerpunkt Obst und Gemüse, gibt, die wir für den täglichen Betrieb dieses Körpers brauchen. Der Körper braucht sie essentiell, sonst kann er seine Aufgabe nicht erfüllen. Eine Portion ist eine Handvoll Obst und Gemüse. Und das bitte 8-mal am Tag. Essen Sie also viel frisches Obst und Gemüse und vor allem abwechslungsreich. Alle Farben sollten vertreten sein, wie in einem Regenbogen. Dann sind Sie mit fast allen Nährstoffen versorgt. Soweit so gut. Aber wer hat schon die Zeit, 8 Portionen Obst und Gemüse am Tag zuzubereiten und zu essen? Unser Lebensstil ist hektisch. Wir haben keine Zeit. Also doch der Griff zum Nahrungsergänzungsmittel? 95% wissen, was sie tun sollten. Sie schaffen es aber nicht. Sie sagen auch ehrlich, 10% oder 15%, ich schaffe es zeitlich nicht, ich schaffe es vom Durchhalten her nicht, der Aufwand ist mir zu groß oder. Das heißt, wir müssen uns intelligente Lösungen für unsere Zeit einfallen lassen, um diese Dosierung, sondern eine bestimmte Dosierung, dafür aber eine ganz große Vielfalt von verschiedensten Mikronährstoffen, die sich untereinander ergänzen. Und diese findet man eben nur in natürlicher Nahrung. Wir können sie nicht nachmachen. Unser Fazit ist: Vitamine und Mikronährstoffe sind vor allem in ihrer natürlichen Form in frischem Obst und Gemüse für den Körper am besten. Bis heute weiß niemand genau, wie viele Nährstoffe der Körper wirklich braucht. Wir wissen nur, dass natürliche Nahrung am gesündesten ist. Wenn Sie auf Vitaminpillen zurückgreifen wollen, dann nur natürliche auf pflanzlicher Basis. Sie sind gering dosiert und haben die ganze Bandbreite der Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe. Fassen wir also nochmal zusammen. Künstliche, hochdosierte Vitamine scheinen in eine gesundheitliche Sackgasse zu führen. Trotzdem mangelt es überall an sinnvollen Informationen, die dem Verbraucher wirklich helfen. Wir von Welt der Wunder schließen uns der Meinung der Experten an, die sagen, wenn schon Nahrungsergänzungsmittel, dann diejenigen, die die Vielfalt von Obst und Gemüse weitestgehend nachahmen.